Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Deponia. Ja, wir wollen hinten einen Raketenstart ablegen. Ich gehe mal noch kurz vor Tonys Hütte, weil wir waren da noch nicht. Okay, Hanek ist dort. Eine Chilischote. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Nehmen wir. Was fliegt da oben? Autsch, heiß. Was? Wie? Ich frag gar nicht. Haben wir nicht irgendwas? Wir haben gar nichts mehr. Außer den Schweißbrenner. Okay, das kann ich gar nicht anklicken. Briefkasten. Ein sattelförmiger Kasten. Der Klassiker. Haben wir vielleicht Post? Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Wir brauchen also so einen Schraubenschlüssel. Wenn wir den überhaupt brauchen. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, mit Leertaste haben wir, okay. Klingel und Hanek. Er versperrt mir den Weg ins Dorfzentrum. Halb so wild. Ich muss eh in die andere Richtung. Ich rede mal mit Hanek. Hallo, Hanek. Hi, na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ja, ich werde endlich hier wegkommen. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Hat es wirklich nicht? Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Ah, das ist einfach so, ciao. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Ich habe das Gefühl, das können wir noch, sollten wir noch gar nicht wissen. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startbereit machen. Die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich krieg das schon hin. Sicher. Nochmal, nee. Ich schreib eine Karte. Mach das. Okay, wir können doch die Klingel benutzen. Wenn die überhaupt geht. Naja. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. Ich dachte gerade, dieser Knopf hier leuchtet so ins Auge, aber ist nichts. Könnte ich auch mal kurz checken. Aber ich scheine alles anzuklickt. Naja, hab alles. Okay, dann würde ich sagen, wir haben noch einiges vor. Was haben wir hier draußen? Ja, auch wieder ein paar Auswahlmöglichkeiten. Erstmal Wenzel. Der treue Wenzel. Wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas. Sehr mitfühlsam. Reden wir mal mit ihm. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen.
Weißt du sonst noch was über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Mach es gut, Wenzel. Es ist nicht ein Abschied, weil hier wäre der Abschied. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum? Dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Niemand arbeiten? Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Die schönsten Bar, Alter. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Diesmal wird es klappen. Das fragen wir erst, wenn es soweit ist. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Okay, ich mache mich mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, ja, stimmt. Okay. Dann erstmal hier. Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Okay, dann öffnen wir mal die Kapseltür. Okay, ist nicht gerade viel Platz drin. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. So, und wohin jetzt damit? Ja, in die Kapsel. Da, Staufach. Das Staufach ist zu. Aha, so, ja, wusste ich nicht. Batterie. So, und nun? So, und wohin jetzt damit? Okay, also den Koffer rein. Na, geht doch. Batterie. Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Auf den Sitz? Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Mist. Okay. Das klappt nicht so. Ah, ich habe eine Idee. Schraubenschlüssel. Hätte vielleicht zuerst ansehen müssen, hab's vergessen. Bedienungstafel, Harpune. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen. Die okay. Fluchtkapsel ist über eine lange... Sobald der Magnet erst einmal am... Dann bringt... Ja, kenn ich. Diesmal kann gar... Kann ich da irgendwas machen? Ich muss erst noch die Fluchtkapsel flott machen. Diesmal will ich besser... Okay, hier kann ich noch gar nichts machen. An dem ganzen Zeug. Dann gehe ich jetzt einfach mal raus. Und demontiere... den Briefkasten. Sehr gut. Kann ich die jetzt irgendwie vielleicht so mitnehmen? Ich möchte die Chilischote gerne mitnehmen, weil aus irgendeinem Grund ist die ja hier. Handschweißgerät. Die ist schon heiß genug. Das habe ich mir gedacht. So, ich kann hier gar nichts anderes mehr. Gut. Gehen wir raus. Montieren das hier zum Sitz vielleicht, dass ich drauf sitzen kann, weil es ist ja sattelförmig, das passt irgendwie perfekt.
sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Sehr gut, das heißt, ich montiere den Sitz raus. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. So, jetzt habe ich den. Das heißt, Briefkasten rein. Ha, passt. Und wahrscheinlich noch anschweißen. Das sitzt auch so schon fest genug. Oder auch nicht. Ist da noch was drin? Nee. Ha, passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Okay, sehr gut. Fluchtkapsel ist einsatzbereit. Wir haben noch einen Sitz. Ich weiß nicht, wo der hin soll. Wir gehen jetzt einfach mal zur Bedienungstafel. Was ist da unten los? Irgendwas. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Okay, Mist. Harpunist. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Da. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Ah, jetzt bräust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Ja, wir reden jetzt einfach weiter. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort, für immer. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Gut, das war's damit. Das ist die Lunte. Harpune ist ausgerichtet. Ich warte ja jetzt eigentlich nur noch auf den Kreuzer. Oder triggert das automatisch? Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Okay, jetzt geht's ab. Ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossen, Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nuken. Zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben?
Hey, wir haben es geschafft. Irgendwie. Okay, jetzt darf ich nichts Falsches machen. Was haben wir? Wir haben eh nur die Kette. So geht's auch. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Vertüdelt? Kenne ich jetzt auch nicht. Der Koffer hat sich im Müllschacht verkeilt. Wie geplant. Dann nehmen wir mal den Koffer. Oder einfach das raus, was wir eh dabei haben. Zahnbürste? Nein? Und dann halt nicht. Okay, hier haben wir noch eine Luke. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Da ist noch eine Luke. Wir haben Socken und Proviant. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... einen Seitenschneider. Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Paar Socken, Zahnräder. Oder? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ach so, okay, nicht sabotieren. Ein gut geöltes Getriebe. Wir müssten da hoch. Ach nee, wir haben hier eine Klappe, die ich gar nicht gesehen. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Dahinter schläft der Wartungsarm. Den Proviant hier rein? Nee, oder? So ist doch. Ah. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, wir können den also triggern, dass er rauskommt. Und dann vielleicht die Socken? Probieren wir's. Nochmal ein paar Proviantkörner rein. Socken. Hey, ganz schön aggressiv, solange er... Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Es wird schon mit der Socke sein. Ich muss wahrscheinlich die Socke überziehen. Wartungsarm. Hey, dann solange er... Okay, ich kann ja hier... Komm hier. Telekinetische Kräfte. Hab ich mir schon gedacht. Wir können ja nichts anderes machen. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Die Socken reinschmeißen? Nee. Können wir hier mit den Socken arbeiten? Das ist auch nicht. Und die gehen ja nicht rein. Proviant hier rein scheint schon mal zu stimmen. Vielleicht auf die Klappe? Ah, okay. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Gut. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Ach, wir nehmen jetzt einfach mit. Okay. Socke wieder mitnehmen. Oder auch nicht. Wir hatten aber noch eine zweite Socke, die ist jetzt einfach verschwunden. Ich spare mir meine telekinetischen. Okay, dann halt nicht. Kann ich jetzt hier mit dem Arm. Er ist überqualifiziert, genau wie ich. Dann nicht. Warte, die Luke? Mir fliegt jetzt. Ich lass ihn mal. Hier vielleicht? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment.
Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Okay, wie, quatschen? Sie ist echt ansehen. Heiß. Sie passt zu mir. Kann ich sie da? Sie ist echt heiß. Okay. Sie passt. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Okay. Ich habe nur noch Proviant. Ich könnte das einfach hier... Und ich bin die Wasabinus im Getriebe des Organon. Oder auch nicht. Die Luke ist jetzt offen, wieso auch immer. Ah. Okay, das ergibt jetzt mehr Sinn. Hebel auf grün. Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Oh. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschatschatschatschap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Pfiu. Oh, oh. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja. Okay, wir sind wieder zurück in Deponia. Das war ein kurzer Ausflug. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.